Все, ходим, бродим. Красиво здесь, конечно, но, по-моему, здесь никакого фюрунга внутри нету, только снаружи. Посмотрите, какая красота сзади меня. Вот еще, когда пойдем сейчас на выход там прогуляться. Я говорю, мы теперь вот тут уже не погуляем, потому что мы вышли, або мы можем так опять же зайти с тикетами или нет. Ну, если выйдем отсюда и зайдем туда опять, нет? Красота. Боже, как красиво. Когда солнце выходит, совсем все по-другому. Зря мы переживали, что нет экскурсии по замку. Мы нашли кассу, купили билеты. Теперь ждем 15 минут и начинается наша экскурсия. Билеты стоили... Ну, они стоят 9, но так как мы уже купили билеты в парк, гуляли по парку, то нам билеты стоили 8 на взрослого. Вот. Еще немножко подождем и пойдем на экскурсию. Надеюсь, что там можно будет снимать.
Dann klassizistisch überbaut hat. Ja, wir haben sich ja wohl irgendwann satt gesehen. Also mir fällt es auch besser. Aber ich wusste als Kind, meine Oma, die hatte so eine Nähmaschine, auch mit 50 Schnörkel. Jeden Samstag musste ich da die Schnörkel abstauben. Vorzimmer, Frau Prinzessin. Дункен-дункен, а тут такой бам.
Was ist das? Schornstein. Schornstein. Und Sie sehen, also hier konnte man auch heizen. Und die herzogliche Familie, die hier beim Gottesdienst war, die konnte das Fenster aufmachen oder sonst. Und Eva Rüdiger hat es wahrscheinlich anfrieren lassen, in der Hoffnung, dass es bei ihm auch noch klappt, aber es hat nicht mehr geklappt. Das Altarbild, das Sie da sehen, ist von Carlo Carlone, einem italienischen Maler. Rechts und links davon. Ложа. Здесь могли на колени вставать, видишь? Yeah. Вся вот эта хрень, да? Чем мы ходим в церкви, там все как-то новее, да? Это вообще чересчур старое. 300 лет уже. А вот это вот, да, оригинал, там 300 лет. Und zwar im 17. Jahrhundert gab es Bauernkriege. Die Bevölkerung war ja leibeigen. Schade, es blinkt. Aber die Bilder sind so schön. Das ist alles. Du gesehen, da? Alexander Groß. Царин. Я ее по фотографии узнала. Анна Иоанновна. Анна Иоанновна. Ja. Ich denke mal, das hier ist das Schönste. Das Krumnau habe ich noch nicht gesehen, aber in Schweden war ich mal. Das ist kleiner und auch nicht so schön hergerichtet wie das hier. Und wir haben auch die meisten Kulissen. Und dieses Theater ist noch voll gangbar. Das heißt, also hier im Raum innen, das ist klassizistisch, die Grundform ist wie eine Lyra oder eine Glocke. Das hat König Friedrich umgestalten lassen. Aber die Bühnentechnik, die Bühnenmaschinerie, ist alles noch aus der Barockzeit. Augsburger Schlossfestspiele im Sommer. Es gibt nur noch so wenige Theater, weil es kam in Wien zum Theaterbrand. 500 Personen sind umgekommen und da wurde es verboten, diese Theater zu bespielen. Es ist hier alles aus Holz, Papier und Pappmaché. Und das heißt, wenn es brennt, dann brennt es gleich lichterloh. Wir haben mehrere Notausgänge. Ohne haben es abgestreckt und damit wirkt es tiefer. Der Bühnenraum ist nicht so groß, wie Sie das jetzt sich eigentlich vorstellen. Das war natürlich schwierig für die Balletttänzer auf diesem strengen Boden zu tanzen. Und in den Boden gibt es auch Löcher, also da kann man Klappen aufmachen. Der Böse, der fiel dann in die Hölle. Ja.
12 Jahren Grundsatz reformiert und die Schuldpflicht eingeführt. Камни такие, да? Вау, вообще. Красота. Это как медное что-то, да? Алис фон мечтаупке.